drop the bass. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde der Binding of Isaac. Ach, was ist dieses Mal? Geht es weiter und wir spielen wieder Isaac. Wie alle vier Tage. Gut. Wir haben letztes Mal erfolgreich The Lost Mega Satan erledigt. Das heißt, wir können das nächste Mal auf eine spaßige Runde Delirium hoffen. Aber vorher spielen wir eine Runde mit Lilith. Tja, um ein bisschen Abwechslung zu haben, wir gehen runter zu Satan, werden aber nach Möglichkeit auf Angel die spielen. Ja, mega, das freut wohl jeden. Ich nehme Tour of Clubs mit. Genau, heißt wir spielen auf Angel die jetzt und versuchen unser Glück bei Mega Satan. Jo. Schauen wir mal, wie wir das gut hinbekommen. Wir hoffen, dass wir viele Begleiter halten, um das Buch vollkommen ausnutzen zu können. Dann hoffe ich, dass ich die Autobatterie finde, dass unser Shrink, unser Spacebar-Item noch effizienter ist, wenn wir es genutzt werden, oder ein paar Bomben-Upgrades. Wäre alles sehr erfreulich. So. Okay, leere Räume. Hier würde ich gerne hier ausmachen, aber da komme ich sehr schwer hin. Das kann ich in die Luft sprengen. Zück. Wir bekommen einiges an Geld und... Okay, größere Hitbox, kein Problem. Hier war... der Stadtraum, genau. Und dann geht's hier in dem Fall zum Itemraum. Jetzt hoffen wir noch, kriegen wir einen Begleiter. Egal, irgendein Begleiter. Mir ist egal, was für einen. Book of Revelation wäre sogar sehr interessant. Zack. Dann hätten wir nämlich einen Kampf gegen Femmen. Oh, Begleiter, dankeschön. Oh, das wird richtig viel Damage machen. Wir könnten in den Shop reingucken. So, nebenbei am Rande bemerkt. Können uns schon ein Item leisten. Wir gucken, was wir für ein Item kriegen könnten. Okay, nicht das, was ich erhofft habe. Das ist aber, wenn ich gehittet werde, bekomme ich Geld. Kommt, nehme ich mit. Komm. Kriegen wir hin. Und natürlich die drei Münzen. Wir werden wahrscheinlich des Öfteren noch getroffen werden. Wie man mich kennt. Aber Gott sei Dank habe ich diesmal ein bisschen mehr Leben und kann dann entspannt sagen, ach, funktioniert trotzdem alles. So. So. Okay. Es macht deutlich mehr Spaß, gegen dieses Viech kämpfen zu können mit doppelter Feuerkraft. Okay. Kaputt, okay. Easy going. Boah, Damage up. Nice, fängt schon mal gut an. Und dann kann ich in dem Fall weitergehen. Und hoffentlich finde ich noch genügend Geld, um im Shop vielleicht irgendwas Cooles zu erhalten. So, Basement 2. Was muss ich sonst noch machen? Mega Satan. Okay. Also prinzipiell wäre es auch nicht so schlimm, wenn wir es nicht hinbekommen würden, weil wir können auch was anderes freischalten. Hätten wir zumindest etwas, wo wir machen könnten. Hier wären auf jeden Fall schon mal zwei Batterien für Eventualitäten. Ich springe hier im Eck und krieg zwei Soldats. Nice. Und natürlich den Schlüssel für den Itemraum. Ein interessantes Item, was ich nur im Aufnehmen, um einmal aufgenommen zu haben. Eine weitere Bombe. Cool. Zack. Und zack. So. Ja. Kriegen wir definitiv hin. Zack. Mehr Geld. Dankeschön. Shop hätten wir auf jeden Fall gefunden. Jetzt brauchen wir nur noch genügend Geld. Dafür. Macht schon mal deutlich mehr Damage, dass ich die Gegner einfach so oder so flott erledigen kann. Es macht gerade keinen Sinn, dass ich das die Karte einsetze bei der Menge an Bomben. Okay.
Weil ich es eh verdoppeln kann. Ja, so Leute, danke schön. So. Ich hoffe, dass ich irgendwo Feuer finde, ne, wo ich mir potenziell Schaden nehmen kann, um im Shop mal noch was holen zu können unter Umständen. Zack. Also da wäre schon mal den Schlüssel für den Shop, beziehungsweise besser gesagt den Itemraum auf der nächsten Ebene, wenn ich den Shop hier noch hole. Zack. Und zack. Schön, noch mehr Schlüssel. Okay. Das heißt, wir haben beide schon abgedeckt für die nächste Ebene. Da bin ich ja sehr froh drüber. So. Ja. Ein Mini-Boss. Wir können es bestimmt einsetzen. Wir werden es bestimmt zum Boss aufgefüllt bekommen. Das haben wir Tour of Hearts. Prinzipiell im Moment sehr uninteressant. Oh nein. Oh nein. Shop, nee, kann ja kein Mini-Boss mehr sein. Eine Bombe. Oh, Gott sei Dank. Und jetzt auch dich da. Komm, dankeschön. Oh, Geld ist immer gut. Was haben wir hier? Oh, potenziell wirklich sehr interessant. Sollen wir es machen? Vielleicht mache ich es nach dem Boss. Guck, ob ich da von dem her Glück habe. Also kommt drauf an, was ich da bekomme. Oder ob ich es überhaupt einsetzen muss, wenn zum Beispiel Kind ist. Monster müsste ich auch so hinbekommen. Weil mit meinem Wunderbärchen begleite. Ja, funktioniert super mit diesem Begleiter. Oh, Magic Mushroom. Geil. Freut mich sehr. Und, oh, das wäre so ein cooles Item zu mitnehmen. Aber wie ja gesagt, wir lassen es gekonnt liegen. Dann gucken wir trotzdem im Shop rein. Guck mal, was von dem her noch übrig ist. Genau. Guck, was wir denn hier hübsches bekommen. Okay. Zugegeben voll uninteressant. Dann können wir aber hier noch ein bisschen Geld raussprengen für eventuelle nächsten Ebenen. Jo. Denn wir brauchen erstmal noch 10 Goldplatz, um eventuell die Agility-Chance zu erhöhen. Und dann werde ich in dem Fall ein. Ich komme hier nicht rein. Da war was. Naja. Dann lassen wir es in dem Fall. Ich bin so klug. Ja, dann haben wir es soweit alles. Die Karte war uninteressant. Und weiter geht's. Catacombs 1. Okay. Ich setze es hier ein. Ich mag die Stimme nicht. Und wir werden noch genügend Räume haben, um Boss das aufzufüllen. Noch mehr Schlüssel, nice. Zack. Also im Moment, damage-technisch finde ich super. Ich brauche noch so ein Tears Upgrade und dann werde ich bis mindestens zu Mams Hard-Ebene zufrieden. Ich weiß, dass ich es auch voll recht bekommen werde. Zack. Noch mehr Schlüssel, nice. Und da, okay, ich bin an der Wand hängen geblieben. Aber alles kein Problem. Wenn wir ja ganz entspannt die Sache reingeht, dann kriegen wir das ohne Probleme. Und der Shop ist deutlich interessant. So, unbekanntes Item Bombeck, ja. Das da? King Baby. Och nö. Muss ich halt, oh nein. Und dann hole ich mir das auch noch. The Bible, ja gut. Naja. King's Baby ist jetzt eins von den blödesten Items, was man kriegen kann. Aber gut, kriegen wir trotzdem hin. Oh nein. Gut.
Aber da können wir jetzt eh nichts dran ändern. Jetzt haben wir das Item, müssen wir mitleben. Hey, geh mal so hin. Okay. Das ganze Geld finde ich super mäßig. Da wird eventuell der Shop sehr interessant werden. Oh, da wäre eine Batterie. Aber jetzt könnte es schon knapp werden. Wenn wir den... Dass wir zum Boss kommen und dann ja auf... Okay. Dankeschön und... Boah, Bomben. Nice. Soll ich es machen? Ja, komm. Mehr Geld. Noch mehr Geld, okay. Interessant. So, und jetzt hier noch das hier wegmachen. Okay. Naja. Ich würde mich jetzt sehr freuen, wenn ich das den Altar bekommen würde. Im Shop kann er, glaube ich, auch vorkommen. Oder auch im Itemraum. Bin ich mir aber jetzt nicht sicher. Ich meine, im Shop könnte auf jeden Fall auftauchen. So, jetzt hätte er nur gerne Homing Shot, dann wäre das eh alles easy going. Okay. Ja, so ein bisschen kann man das doch benutzen. Und wir kriegen einfach so viel Geld hinterhergeworfen. Und ich hätte es definitiv einsetzen können. Naja. Kann ich immer alles so einfach gut wissen. Andrausi. Okay, cool. Schön für die Unterstützung. Und geschafft. Okay. Mehr Schlüssel. Geil. Wie sieht es jetzt eigentlich aus, wie ich das einsetze? Doch, okay, jetzt habe ich schon gedacht, die wird sich aufteilen. Aber wo soll es denn hingehen, anstatt zu mir? Okay. Okay, erfolgreich hinbekommen. Latch Key, ein Soul Heart und Schlüssel. Wow. Ja. Erfolgreich hinbekommen. Was könnte ich noch machen? Ich habe soweit eigentlich alles, was wir hier holen. Das war so ein Doppelschlüssel rum. Ja, brauchen wir jetzt nicht. Brauchen wir nicht. Gehen wir auch so hin. So. Catacombs 2. Zack. Zack. Okay. Schritt für Schritt kriegen wir die alle erfolgreich erledigt. Okay. Und jetzt noch euch beiden hübschen. Zack. Oh, mehr Bomben. Das heißt, wir können auf jeden Fall das Ding da reinbringen. Aber holen uns das ja später, wenn das Ding aufgeladen ist. So. Und noch der letzte. Okay. Kommt ein bisschen näher und erledigt. Okay. Gut, dann holen wir uns den Schlüssel. Dankeschön. Und erkunden weiter. Okay. Dankeschön. Erfolgreich geklappt. Jetzt hoffe ich, dass ich den Shop finde. Oder so einen Raum. Habe ich jetzt leider nicht genügend Soul House oder noch keinen Wafer, dass ich dadurch mehr mal daran spielen kann und den will ich sogar machen. Aber so. Ich werde einfach mit Bomben überholen. Ja, ich setze es ein. Oh, hier unten. Okay.
so Schritt für Schritt die erledigen, die Viecher. Ich hasse diese Gegner, die sind schlimmer als die Laser-Typis. Da kann man sich drauf einstellen. Okay. Erfolgreich hinbekommen. Oh ne. Da ist einer unsichtbar. Okay. So, und jetzt ganz entspannt den hier als nächstes. Und Schritt für Schritt den Raum frei machen dafür. Dann hier gedrückt halten und ausweichen. So. Jetzt dich. Okay. Also bei solchen Räumen kann es entspannter sein. So. Geld, dankeschön. Und da hätten wir den Shop gefunden. Okay. Komm, springen wir hinterher. Ich habe ja so eine nette Begleiter, wo dir bestimmt gefallen wird. Zack, komm. Come on. Hat nur eine Ewigkeit gedauert. Oh, eine weitere Bombe. Cool. Was haben wir denn drin? Oh, ein Geschenk. Ich muss ehrlich sagen, ich setze sogar das Geschenk sehr gerne hier drin ein. Wir wollen das der Option. Gut. Nee, ich habe eigentlich mehr gehofft, dass ich hier irgendein Batterien-Item kriege. Egal welches, irgendeins. Wo es denn die Chance erhöht. Catacombs 2, ja. Könnte aber, glaube ich, die. Nee, ich, oder kann ich die Entstehchance erhöhen? Doch, ich glaube, ich kann sie erhöhen. Wenn ich Glück habe. Jo. Und gleich wieder was rausspringen. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Geld für die nächsten paar Ebenen. Und jetzt habe ich wieder genügend Platz drin, um etwas zu erhalten. So. Oh nein. Ich gedacht, ich hab's perfekt hinge. Ja, aber leider nicht der Fall gewesen. Okay. Erledigt. Zweimal trotzdem Schaden bekommen, aber dafür hab ich so Geld bekommen. Devil Deer. Ja gut, nett von dir. Wo ich eh nicht mitnehmen werde, aber danke für die schwarzen Herzchen. Wenigstens kann ich mich jetzt endlich über die schwarzen Herzchen freuen. So. Und. Lass ich gekonnt liegen. So, erkunden wir noch weiter und holen uns den Rest. In die Bossheim. Okay. Oh. Save the Movement. Oh, was war nochmal Era Walk? Ah, okay. Ein Speed-Upgrade, wo ich nicht benötige. Also einmal können wir schon auf jeden Fall einsetzen. Da komme ich jetzt eh nicht hin. Oh. Wenn ich aber noch zu wenig Schlüssel. Wenn ich aber noch zwei Stück finde auf dieser Ebene, denke ich. So. Noch der letzte. Dankeschön. Schauen wir hier rein und da wäre jetzt alles im Hauptbild. Itemraum. So, noch ein Schlüssel und dann holen wir uns das Ding. Zack und zack. Was haben wir denn hier? Oh, 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 oh. Obwohl es zugeben, dass das Link ein richtig cooles Item ist. Gab es den Raum, wo ich fliegen musste, um irgendwie. Oh. Machen wir.
Einmal hier und dann holen wir uns noch einen Schlüssel dafür, was da oben alles soweit eigentlich ohne Druck dann. Komm, dankeschön. War hier unten noch was? Nein. Okay, gut. Dann konnte man es wenigstens etwas nutzen. Das andere wäre auch ja nur ein Spacer-Item gewesen, aber naja. Zumindest konnte ich so mal effektiv nutzen. Zack. Vision. Answers. Erkannt. Orches nehme ich mit. Da kann man nur meine Bobs verdoppeln. Zack. Und dann kann man noch alles hier abfrühstücken. Geheimräume über Geheimräume. Und in dem Fall werde ich. Bin ich sogar noch belohnt worden, dass ich da reingegangen bin. Gut. Hab die Schlüssel wieder zurückgehalten, Gott sei Dank. Und da oben, okay. Ich wollte mal nur gucken, nicht dass ich. Oh, geht ja nicht kaputt. Nicht dass denn hier links und so ist der super Geheimraum, dass ich nachher sonst umsonst da hochlaufe. Nochmal zurücklaufen muss. So, da komme ich. Könnte ich mich einspringen, wenn es mir gerade auffällt. Geld? Schade. Zugegeben, komm, machen wir. Bis dann. Jetzt rein. Geht ein bisschen schneller. Ich hab gehofft eigentlich, dass es heller wird. Okay, gut erledigt gleich. So. Dankeschön. Okay. Wow, das war sogar perfekt getimed. Das war. Ich würde gerne sagen, dass es mit Absicht war, aber es war nicht der Fall. Schlüssel, schade. Aber dafür viel Geld bekommen. So, ich nehme auf jeden Fall die Batterie hier mit. Um komplett aufgefrischt in die nächste Ebene starten zu können. So, da rechts war nichts mehr Interessantes. Ja. Hier war jetzt nichts mehr drin, was ich mitnehmen, gebrauchen könnte. Komm, einmal schreiben wir noch hier Geld raus. Dankeschön. So. Solar könnte ich mir holen. Ja, komm. Hätte ich eh verlieren, aber dafür sind sie ja da im Prinzip. So. Geht's weiter. Und hoffentlich kriegen wir einen Devil Deal. Devil Deal, Angel Deal. Okay. Blauer Stein. Alles, was da rauskommt, kann mich in jedem Fall unterstützen. Oh nein. Kann ich Geld sparen. Okay, ich weiche einfach aus. Ich hab's verstanden. Okay. Hat nur eine halbe Stunde gedauert. Gott sei Dank, die 5 Geld haben sich nicht gelohnt. Ich habe mehr verloren, als ich gehalten habe. Aber gut. Alles kein Problem. Zack. Ja, gut. Dadurch, dass ich mich rechts konzentriert habe, ich habe einfach komplett links ignoriert. Wow. Ich bin definitiv Profi. Zack. 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 Und erledigt. Dankeschön. Okay, hier kann man es effektiv nutzen. Um den Raum richtig angenehm gestalten zu können. Okay. Komm hier runter. Okay, schön.
So, wo geht's hier hin? Okay. Das fand ich jetzt ein bisschen unverschämt, aber Gott sei Dank hat es ja alles trotzdem gut geklappt. Kommt ein bisschen zu mir rüber. Okay, und jetzt noch nicht da. Bring ich dir, glaube ich, fest, oder? Nee, oh, grad. War ja so klar. Aber ich komm nicht zurück. Okay. Müsste ich langsam durchkämpfen. Durch diesen Raum. Noch mehr Bomben? Ja! So, wo geht's hier lang? Also, uns fehlt quasi noch alles. Angenehme Range, das können wir gerne liegen lassen. Schlüssel. Naja, anders wäre es deutlich angenehmer, wenn wir uns da hinspringen. Oh, noch mehr Geld. Mal gucken, wie lange es noch dauert, bis wir den Shop finden. Obwohl ich gerade so das Gefühl habe, dass ich direkt zum Boss laufe. Okay, machen wir es ein bisschen schneller. Und da ist noch einer unsichtbar. Okay. Und du springst auch wieder nett von dir. Was haben wir hier? Eine Death Card. Da können wir im nächsten Raum einsetzen gleich. Machen wir Schritt schneller. Dankeschön. Und direkt den Boss gefunden. Necropolis One. Ja, können wir gleich reingehen. Logi. Alter Boy. Um Gott sei Dank so viel Damage. Oh, okay. Oh, noch ein Begleiter, richtig cool. Nicht gut, aber alles in Ordnung. Also zur Not haben wir noch Orges. Okay, nicht mehr viel und gleich haben wir es erledigt. Okay. Und Gott sei Dank. Schlüsselteil Nummer Uno. Ich wollte gerade sagen, ich komme nicht mehr raus, aber zum Glück habe ich noch ein paar Bomben. So. Jetzt können wir auch den Schlüssel verdoppeln, was mir nur nichts bringt. Wäre irgendwie witzig, wenn es gehen würde. So, und da wäre der Shop. Ich würde dich gerne erledigen. Okay. So, jetzt können wir uns entspannt an die Sache reinmachen. Okay. Jetzt noch das Ding. Oh, da wird beides sogar. Oh, eine Batterie. Cool. Können wir vielleicht noch was draus machen? Mini-Boss-Time. Okay. Gut, geschafft. Mehr Geld. Dankeschön. So, wir haben noch einen Shop vor uns. Jetzt hoffen wir, dass wir da irgendein Batterie-Item erhalten werden. Die Schokum... Ne, ich nehme die Spitze mit. Ich habe keinen Bock auf die Schokomilch. Ich glaube, die wäre jetzt auch nicht so prickelnd. Was fehlt denn? Es fehlen noch hier die Räume noch auf jeden Fall. Wow, gut, dass ich das jetzt zum Schluss bekomme. Ja, jetzt habe ich es selber schwer gemacht. Oh shit. What the freaking hell? Was ist das für ein blöder Raum, vor allem wenn man so einen versetzten Schuss hat?
Nope. Oh. Oh, 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 oh. Weitere Begleiter, cool. Uninteressant, okay. Gut, das ist gut, dass ich nochmal geguckt habe. Und jetzt habe ich auf jeden Fall genügend. Okay, ich sollte vielleicht im nächsten Shop hoffentlich Restock finden. Okay, 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 okay. In dem Fall haben wir, glaube ich, soweit alles. Guckt man mal sich. Ah, hier unten ist nochmal was. Okay. Oh, und da links könnte es vielleicht interessant sein. Und so, erledigt. Oh. Wow. Da war unbewusst noch eine weitere Pflege, aber Gott sei Dank nicht unbewusst, sondern ja. Ich bin echt froh, dass ich nicht getroffen worden bin. So. Jetzt schauen wir hier links an. Was haben wir hier? Ja, komm, machen wir. Oh, cool, danke für die Münzen. Zack. Ah, stimmt, da war was. Ja, gehen wir alles hin. Shit. Noch mehr Geld? Wow. The World oder Orches? The World. Orches nehme ich mit. So, okay. Und dann haben wir eigentlich alles soweit erkundet. Da rechts war ja der Shop und Itemraum. Was ist da rechts? Oder doch, das war ja der Doppelraum. Okay, okay, okay. So, was haben wir erledigt und weiter geht's. Ich hoffe, dass der nächste Shop ein bisschen interessanter wird. Also mir wäre egal welches. Hauptsache ich krieg ein. Oh nein. Das war dumm. Tja. Selber schuld, sagt man dazu. Ich verliere jetzt bald meine Herzchen, was ich vom Start erhalten habe. Das will ich nicht verlieren. So. Und zack. Ja, und dann der wahre Grund, warum ich das nicht schaffe, ist höchstens mein Kingsman-Begleiter. Okay, definitiv einsetzen. Danke für den Begleiter, sehr nett, sehr nett. So. Oh, eine Batterie, dankeschön. So. Das wollte ich nicht. Egal, ich hab. Naja. Ist so schön. Kann mal passieren. Gut ist auch, wenn ich Schaden bekomme, wenn ich es gerade so recht über. Oh, das setze ich ein. Ich habe dann noch, glaube ich, noch eine Batterie da oben. Also zur Not hätte ich da noch was. Oh nein, ich habe den anderen nicht mehr im Blick gehabt. Shit. Danke für den Loot. So, der Shop wäre es.
Ja gut, ich mach trotzdem die 10 Münzen hier rein. Schade. Jedenfalls springe ich wieder raus. Wir holen uns aber noch definitiv die Soul Hearts und sind pur enttäuscht worden von... wir haben so viel Damage. Guck mal, das ist jetzt so ein Run, wo ich es jetzt nicht unbedingt gebraucht hätte und da kriege ich es natürlich, wie es halt immer so ist. Ich hätte gern ein Gaming-Raum. Da guckt er auf jeden Fall rein. Und jetzt noch wieder. Schön eine Pille ohne Sand. Ja, machen wir. Oh, ein weiterer Begleiter. Cool. Zack, zack, zack. Noch zwei Münzen, dann habe ich Max Damage erreicht. So. Und ich habe Max Damage erreicht. Meist blöderweise eine 5er Münze, aber gut, wir können jetzt eh nichts dran ändern. Okay. Kommen wir leider nicht hin. Ich habe gerade überlegt, wie komme ich denn trotzdem hin, aber ich kann gar nicht fliegen, also. Oder. Oh nein, ich bin blind. Sehe ich das gerade richtig? Oh, praktisch. Ich habe vielleicht genug Schaden erhalten habe. Ein zweiter Inkubus bekommen. Heißt, wir kriegen 4 Inkubusse. Nice! Das heißt, wir haben jetzt mit diesem Einbegleiter wirklich sehr viel Flächenschaden erhalten. Das Geld kann ich eigentlich gekonnt liegen lassen mittlerweile. Könnte aber immer noch Lackup sein. Haben wir hier Temperance. Komm, machen wir. Jetzt aber woanders einsetzen sollen. Ich mache das so viel wie möglich hier noch raus. Erstmal habe ich noch die Chance, dass ich noch mehr Leiter erhalte. Und zweitens. Habe ich dir noch die Chance. Oh, ich würde gerne das Ding da bekommen, wenn ich die Möglichkeit dazu hätte. Ah, und den könnte ich da rechts noch reingucken in den Raum. Dann haben wir noch eine Batterie. Also. Ja, könnten wir was damit anfangen. Wir haben jetzt alle Räume soweit erkundet. Was haben wir hier? Oh, zwei Normalo-Kisten, kein Problem. Oh, cool. Das war so. Naja. Jetzt fülle ich mich noch auf und dann haben wir es soweit. Ja, es war doch jetzt ein bisschen doof angestellt. Das war noch dümmer. Jetzt habe ich keinen Schlüssel und den werde ich nicht mal belohnt dafür. Naja. Ich könnte mal noch gucken, was da unten für eine Karte drin ist. Könnte ja vielleicht irgendwann kann hier. Ne, hier kann er nicht mal sein. Da oben höchstens. Ja. Was war das für eine Karte, der Tower? Okay, uninteressant. Hier habe ich schon. Ja, hier oben links hier vielleicht. Nee, kann es nicht sein. Eins weiter vielleicht.
Auch nicht. Hier vielleicht? Nope. Könnte natürlich unten jetzt noch sein. Ah, ist hier, Gott sei Dank. Ja, jetzt hätte ich gerne noch mal zweimal dran gespielt, aber ich habe es jetzt vergeigt. Schade. Egal. Ich hätte es hier sicher. Jetzt wird der noch der leichte Engel. Na, nee, nicht so. Mir geht runter auf jeden Fall. Dankeschön hierfür. Und weiter geht's. Zwei Chancen noch, um an einen Wunderbärchen coolen okay, an einen Angel Dino zu kommen, was ich hoffentlich erhalten werde. Hier hat man so ein HP ab. Oder Soul Hearts. Schön. Gott sei Dank habe ich noch Soul Hearts gesagt, sonst wäre jetzt nicht gekommen. Nee. Purer Zufall. Leider kein blauer Stein irgendwo versteckt. Danke für die ganzen Bomben. Nee, ungern. Das lasse ich sehr, sehr gerne liegen. Oh, ich hasse solche Räume. Vor allem mit so einem verzogenen Schuss. Das ist wie wenn man mit Isaacs Heart spielt. Und zweitens mit. Komm, machen wir. Zweitens mit. Theodine. Oh, danke für die 10er Münze. Finde ich super nett. Okay. Ja. So, mehr Geld. Keine Zeit. Ich habe eh genügend Bomben. Oh, Soul Heart. Also der Run versucht sich gerade noch irgendwie attraktiver zu machen. Ich meine, er hat ja gut angefangen, sagen wir mal so. Oh, Fischhead. Da komme ich leider nicht rein. Schade. Hat er einfach die Richtung geändert? Unverschämt. Zack. Sackgasse. Okay. Okay, und jetzt noch dichter. Ganz entspannte Basis. Okay, die Schlüsse sind gut. Sind auf der letzten Ebene sehr interessant. Jetzt haben wir hier vollkommen nur eine Sackgasse gefunden. Ja, in dem Fall geht's hier weiter. Mehr Geld, okay. Oh nein, ich bin so doof. Da habe ich wieder mein ganzes Ding verloren, nur noch schwarze Herzen. Wow. Are you wizard? Nee, unbekannt. Hohohoho. Die brauche ich jetzt nochmal.
Okay, das war Luck, dass ich da oben nicht getroffen worden bin, dass die halt auch noch rechtzeitig verstorben sind. Wow. Okay. Komm da leider sehr schlecht hin. Okay. Danke, dass du genau da gespawnt bist, wo ich... Oh, jetzt hätte ich gern irgendwas. Okay, was haben wir hier? Soul Heart. Nice, dankeschön. Wo bin ich jetzt getroffen worden? Keine Ahnung. So, wo geht's hier lang? Zum Boss, okay. Endlich bei dem Boss nach Ewigkeiten gefunden. Oh, Justice, cool. Oh, danke für den Soul Heart. Oh je, danke schön. Wunderbärchen. Jetzt müsste noch eine Sackgasse hier noch offen sein. Oh, Double Last. Oh, und noch. Oh, Nixchen. Gut. Oh, bitte Spritze und die Spitzenverwandlung. Wizard, ne, kein Bock drauf. Hier auf jeden Fall. Danke, Soul Heart, Soul Heart. Ja, Double Soul Heart noch besser. Okay, hier ist, kommt noch mal ein Raum. Ich spreng die mal. Hangman. Okay. Das machen wir jetzt nicht. Ich meine, es wäre natürlich eine gute Möglichkeit, an Angel hier ranzukommen. Wow. Oh, danke, das schwarze Herzchen. Sehr nett. The Box. So, jetzt kommt auf die letzte Ebene drauf an. Speed up. The Sun-Karte. The Sun. Nimm trotzdem Alchis mit. Und weiter geht's. Wir müssen uns merken, dass wir auf jeden Fall zu Satan runtergehen. So, was haben wir hier? Kisten. Und ich hoffe auf einen wunderbaren Angel-Deal, was wir erhalten werden. Egal, selbst wenn es nur das Bockmisch-Loot-Zeug ist, wie, so, wie wir es sonst immer in dem letzten Isaac-Run auch hatten. Zumindest halt einmal. Das wäre mir piep egal, Hauptsache ich... Oh nein. Aber war ja klar, dass so ein Ding gleich auftauchen muss hier. Okay, danke schön. Die Bombe nehme ich auf jeden Fall mit und dann teste ich gleich mal hier, ob hier der Geheimraum ist. Bitte, bitte. Schade. Denn vielleicht links davon. Auch nicht. Schade. Oh, schade. Jetzt dich. Komm, 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 komm raus. Schön. Schlüssel. Dankeschön. So, jetzt haben wir auf jeden Fall noch eine Batterie auf Halde. Heißt, wir können eventuell, wenn da noch ein blöder Raum kommt, das auf jeden Fall einsetzen. Okay, ich muss... Sei die Stacheln, sei die Stacheln. Okay, zack. Oh, Sola, danke schön. Spiel, du bist gerade sehr gut zu mir. Das mich sehr erfreut. Wirklich sehr. Oh, shit. Und dann krieg ich so einen Raum. Alles klar. Habe ich irgendeinen Begleiter bekommen? Nö, schade. Okay. Ja, vielleicht. Achso, klar. So. Angel Deal. Wir brauchen den Angel Deal. Hat zumindest noch einer.
haben wir hier? Bomben, okay. Dankeschön. Oh nein, Laseraugen. Okay. Oh! Grüne Schimmer. Lock up! Cool. Das mache ich später, wenn ich hier lang muss. Und nicht, dass ich dann nochmal durchgehen muss. Ob das jetzt da der Boss wäre. Ja, okay. Das war sehr knapp jetzt. Gut, dass sie alle in die andere Richtung gegangen sind. Hier wird der Boss sein. Okay, es wird keins mehr kommen. So, was haben wir hier drin? Nein, danke, da werde ich nicht rüber laufen. Sicherräume sind oft, nö, leider nicht. Zack. Und nice. Also hier geht's zum Boss, da oben wäre wahrscheinlich noch ein Raum gewesen. Wir werden aber trotzdem umkehren und da hingehen, weil ich... Was könnte denn eigentlich da noch sein? Eigentlich gar nicht. Bestimmt jetzt ein leerer Raum da oben. Oder halt so ein Suicide-Raum für mich. Okay. Eine unbekannte Pille. Puberty. Okay. Ich habe jetzt eigentlich... Oh, schwarzes Herz. Gut, das hat sich definitiv gelohnt. Mal nochmal vorbei zu gucken. Aber ich habe jetzt leider keine Möglichkeit, meine Herzchen zu reduzieren. Naja, egal. Gehen wir auch so hin. Ganz bestimmt. Das war so klar. Danke für den Devil. Er macht's einfach richtig. Er macht's einfach richtig. Er wird eigentlich das ultra geile Item jetzt hier bringen. Aber das werde ich ablehnen. Warum? Ich will noch ein Angel Dealer halten. Es ist ja nicht unmöglich. Nicht ausgeschlossen. Ja. Komm, Steve, say. Oder vielleicht so ein Double Steam Sale, das wäre doch jetzt richtig cool. Ganz praktisch für so eine Ebene, wo es eh keinen Shop mehr gibt. Zack. Okay, nichts interessant. Einfach vielleicht mal ein grüner Schimmer. Nein, okay. Glaube ich die ganze Zeit rein. Okay. Ach, das ist schon mal cool. Dankeschön. Machen wir. Wenn alles rausholen, was geht, dann hoffentlich. Ein sollen.
Okay. Okay, schade drum. Komm, geh einfach kaputt. Okay. Ein Licht bei gesprengt, finde ich super. So, komm, hau auf. Zack, Bombe, okay. Ich kann jetzt einen großen Raum, wo einfach ganz viel Dinge hier sind. Oh, Judgment. Okay. Mir egal. Also ich werde gleich da rangehen, aber ich hole mir noch so viel wie möglich hier raus. Obwohl ich, wir haben sehr viele Münzen, da können wir eigentlich gleich dran gehen. So. Hätt ihr irgendwas Cooles? Okay, können wir vielleicht nutzen. Okay. Ich nehme trotzdem mal Orges vorsichtshalber mit, man weiß ja immer nie, um erst das ganze Geld, um wieder auf Max Damage zu kommen. Fast, aber ja, kriegen wir noch hin. Hier vielleicht. Schade. Okay. Geld, Geld mir wieder voll. Okay. Solche Gegner einfach unfassbar stark. Wenn die einfach mit einem Schuss quasi den Run einfach beenden könnten. Wenn man wenig Leben hat. So, das können wir auf jeden Fall machen. Was Cooles kommt. Nehmen wir mit. Oh, so laut, danke schön. So, jetzt muss ich nur noch die ganzen Geheimräume finden. Hier könnte das sein. Hier habe ich glaube ich schon getestet. Guck aber noch was wieder als halber. Nope, schon nicht. Ah, stimmt, ich kann nicht fliegen, da war was. Danke für den Steam Sale. Oh, ich habe einen Begleiter bekommen. Cool. Dafür habe ich wirklich ein ganzes Hörtchen Leben verschwendet. Da habe ich schon. Egal. So. So, hier vielleicht. Nein. Da rechts vielleicht. Habe ich es getroffen? Ja, habe ich. Denn da vielleicht. Okay,
Mehr Varianten gibt's doch auch irgendwie gar nicht. Okay, eine Kiste. Ja, kann ich mich mitnehmen, Gott sei Dank. Kann ja nicht mitnehmen oder ähnliches. Zack. Auch nicht. Oh, ein Soldaten, nice. So, hier ist bestimmt das super geil raus. Nope, ist schon nicht. Okay. Das heißt, wir haben jetzt alles erkundet und ich probiere jetzt. Missing. Nein, danke. Das lasse ich lieber. So, wir noch den super geheimen Raum finden. Gut. Ich spiele mal mit den Münzen. Und dann gucke ich mal, wie viel ich noch habe. Wheel of Fortune. Vielleicht habe ich ja Glück und ich krieg irgendeine coole Karte, können ja auch rauskommen. So. Hier haben wir nichts mehr. Hier war Geld. Achso. Sollen wir aber kurz noch den Boss fertig? Ja, okay, so viel Münzen haben wir jetzt wiederum auch nicht. Um da ewig dran weiter zu spielen. Okay, let's go. Ja, ich setze mich an den Ende. Das hat schon mal gut funktioniert. Gebrochen worden versehentlich. Und erledigt. Okay, okay, okay. Okay. Was mache ich? Obwohl ich jetzt ziemlich viel Damage verliere dadurch, muss ich das Risiko eingehen und hoffen, dass ich da irgendwas rausbekomme. Eine andere Möglichkeit bleibt mir einfach nicht übrig. Nicht sprengen. Ich möchte jetzt irgendwie das noch hinbekommen. Ich meine, ich habe ja auf jeden Fall was freigeschaltet, aber naja. Wäre jetzt irgendwie auch Verschwendung. Nehme ich das mit. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt den verdoppelt wird. Hierophantenkarte, cool. Kann natürlich sein, dass ich auf der nächsten Ebene noch. High Priestess. So. Ich hole noch die Batterien. Und da oben wäre noch ein und dann hole ich mir wieder mein normales wieder zurück. Jo, fand, okay. Naja, wenigstens habe ich noch ein paar Soul Hearts bekommen. Shit. Und ich kriege Dead Ski auf der nächsten Ebene. Und die Orges. Ja, wir haben soweit alles. Missing No nehme ich halt nicht mit, weil auf der nächsten Ebene wird sonst rebaut. Und den kann der One einfach von jetzt auf nachher einfach beendet sein. So, weiter geht's. Ich habe gerade überlegt, ob ich das richtige Ding mitgenommen habe bei meinem Fuß. So, Dark Room. Angel Teleport. Angel Teleport. Okay,
Das sieht jetzt sehr stark nicht nach Ancient Teleport aus. Tja. Naja, jetzt müssen wir uns doch irgendwie durchkämpfen. Und nur hoffen, dass wir irgendwie noch einen Ancient Dealer halten. Tja, müssen wir schauen. Okay. Logisch, doch. Also, er hält jetzt nicht so viel aus, aber ist irgendwie gefährlicher als Loki. So, was haben wir hier? Oh, die Karte. Klaps. Wow, okay, okay. Ich habe jetzt eigentlich auch Devil Joker Karte erhofft zu bekommen. The Moon. Ja. The Moon. Kein grünes Schimmer dabei, okay. Stimmt, ich kann ja jetzt Geld wieder einsammeln. Ich kann es ja jetzt wieder gebrauchen. Oh, und Cause of the Maze. Okay. Luck up, nice. Noch mehr Kisten hoffentlich. Sicherheitshalber nehme ich bei das mit und die hier kann ich eigentlich auch schon mitnehmen. Kiste, 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 schwarze Kiste, schade. Oh, Geld auch? Dankeschön. Two Blades of Clubs, okay. Das war ein Drowsy. Okay. Einer schon mal erledigt, macht schon mal deutlich angenehmer und das war natürlich ein Blöder. Egal. Nicht so schlimm, ich habe noch genügend Leben und krieg's sogar wieder zurück. Nice. So. Nochmal, okay. Oh, was gibt's hier? Okay. Einfach ausweichen. Bald habe ich wieder Max Money. So. Und ich werde mich jetzt erst schon nachher drum kümmern mit Geheimraum, also super Geheimraum. Dankeschön. Okay. Hoch, bald habe ich wieder Max. Money, 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 money. Okay. So. Ich will nicht so was. Ich will einfach die... Oder die rote Kiste. Ah, noch ein Begleiter. Ist ja alles gut und in Ordnung. Und noch eine Batterie vielleicht. Okay. Schlüssel ist mir egal. Okay, super Geheimraum haben wir offiziell.
Fall gefunden und wir haben sogar versehentlich die Tür bereits aufgemacht. Okay. So. Ja, ich würde trotzdem gerne reingucken. Weitere extra Hits. Okay. Noch ein Raum, zwei Räume, keine Ahnung. Und wir werden leider nicht gegen Mega-Satan kämpfen dürfen. Blöd alles. Und so. Okay. Jeder Raum macht mich einfach noch demotivierter. Okay, der letzte Raum. Ist auch noch ein anstrengender Raum und jetzt hier so eine richtig geile Belohnung. Oder? Wahrscheinlich. Muss ja mindestens einer noch sein. Wow. So, in dem Fall haben wir soweit alles. Und wir können direkt zum Boss gehen. Und wir werden leider kein Mega-Satan machen, wie es eigentlich geplant war. Aber zumindest ist man doch jetzt auch nicht so in dem gänzlichen vorbei, weil wir einfach noch nicht hier kämpfen müssen, können, dürfen. Ob wir denn auch noch was freischalten werden. So schwer ist jetzt auch nicht. Heute sogar noch den Mega-Satan gekämpft. Nein, kein Victory Lab. So. In dem Fall. Wohl oder übel. Auch schon vorbei und Succubus freigeschaltet. So heißt es hier noch einmal Apollyon mit Delirium, Keeper mit Delirium, Lilith mit Mega-Satan und Lost mit Delirium. Tja, schauen wir mal, was wir als nächstes machen und dann sieht man sich beim nächsten Mal wieder und tschüss.